Hallo euch allen, da sind wir wieder bei meinem NFL 19. Das nächste Solo-Battle wieder auf Legendary. Wie gesagt, das ziehen wir jetzt gnadenlos durch. Am letzten Mal haben wir ja immerhin nur knapp verloren. Deswegen schauen wir mal, welchen Schwierigkeitsgrad wir hier jetzt erwischen. Wie gesagt, das sehen wir ja leider nicht vorher. An der 2-Yard-Linie startet der Return. Und der geht bis an die 25. So, ich stelle unsere Defense ein. Und wir haben ja gesagt, wir blitzen, also gehen wir mal sofort richtig Risiko. Lasse beide Safeties blitzen. Schauen wir doch gleich mal, ob wir Druck machen können. Können wir nicht. Flagge, das dürfte ein False Start gewesen sein. So ist es. 5 Yards geht es nach hinten für die Falcons. Nehmen wir jetzt den Thunder Smoke Blitz, das heißt, jetzt lasse ich hier die Linebacker blitzen. Meine Safeties bleiben da hinten als Absicherung stehen, kümmern sich um die Receiver im Man-to-Man-Coverage. Aber es gibt einen Lauf und der war erfolgreich. 9 Yards durch Henry, zweiter Versuch und 6 für die Falcons. So, Overstorm Brave Blitz beim zweiten Versuch und 6. Da, das war's gebracht. Sean Lee kam durch, macht den Sack, dritter Versuch und 13. Dann gehen wir jetzt in eine Cover 3 Match. Das wäre doch schön, wenn wir die Offense der Falcons hier gleich mal in Schacht halten können. Dritter und 13. Kein Druck auf Michael Vick, der hat da alle Zeit der Welt. Bringt den Ball an, schöner Move. Aber kein First Down. So, das heißt, vierter Versuch und 4. Wir kommen in Ballbesitz. Hurra! Wir haben keine Punkte kassiert. So, Sanders mit dem Return. Sehr interessantes Blockschema meines Special Teams. Ach, herrlich, wunderbar. So, wir haben einen ersten Versuch an der 42-Yard-Linie. Wir versuchen es erstmal mit dem Laufspiel. Halfback Toss über Eddie George. So, wir laufen über die rechte Seite. Ist bewusst mal gewartet, bis die Blocks gesetzt werden. So, den Safety haben wir weggetruckt und damit sind wir in der Endzone. Touchdown Cowboys im ersten Spielzug in einem Halfback Toss über die Außen. Eddie George mit schönen Blocks, mit einem schönen Spin-Move in die Endzone. Aber 7:0 haben wir auch eben in dem Spiel geführt und haben am Ende 10:7 knapp verloren. Hoffen wir mal, dass das nicht so bleibt. So, der Kickoff. An der 1-Yard-Linie der Falcons wird er aufgenommen. An der 27 kommt Michael Vick jetzt wieder aufs Feld. Wir bleiben hoffentlich bei unserer aggressiven Defense. Ja, das finde ich gut. Free Fire. Wir lassen wieder unsere Linebacker blitzen. Ist vielleicht generell wirklich jetzt mal ernsthaft keine schlechte Methode. Wir haben zwei so gute Linebacker. Lassen wir die einfach Druck machen. Lassen wir die einfach marschieren. So, das heißt, zweiter Versuch und 8 an der 29-Yard-Linie. Wir bleiben beim Blitzen. Schicken wieder die Linebacker nach vorne. Vollständiger Pass, ja, der Receiver kann den Ball auch festhalten. Neuer erster Versuch an der 39-Yard-Linie. Aber man sieht, dass das Risiko bei der ganzen Nummer besteht natürlich darin, dass wenn wir hier einmal offen sind, ein Man-to-Man-Coverage, wenn die nicht hinhaut, was man bei den Safeties sieht, ein echt riskantes, die ich habe. Cornerbacks mache ich mir keine Sorgen, aber bei den Safeties, dann rappelt es aber direkt. Erster Versuch und 10. Sean Lee kam durch, wunderbar. Der avanciert hier zum Sack-König.
Perfekt. Zweiter Versuch und 18 Free Fire. Wir blitzen weiter. Das sieht jetzt sehr nach einem Laufspielzug aus. So ist es. Der kam auch, aber da wir ja durch die Mitte auch geblitzt haben, war hier auch keine Lücke vorhanden. Ich glaube, Ryan Shazier war das. Nein, das war die Marcus Lawrence. Habe ich da gerade nicht die 50 gesehen? Entschuldigung, da habe ich die falsche Ziffer eben gelesen. Dann muss ich mich dafür in aller Form Abbitte leisten bei die Marcus Lawrence. Dritter Versuch und 19, das wird aber glaube ich nichts mehr werden, denn jetzt läuft die Uhr runter und das war das erste Quarter. Es steht 7:0. Schöne Defense-Leistung und bin sehr angetan. Vielleicht sollte ich da wirklich generell mal meine Spielweise überdenken. Ich blitze ja normalerweise echt selten. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen ändern. Dritter und 19. Wieder kommt Sean Lee, glaube ich, durch. Meine Güte. Wahnsinnig viel Druck auf den Quad. Das bin ich gar nicht gewohnt. So, der Return von Sanders. Aufgenommen an der eigenen 15. Wir laufen mal ein bisschen Slalom hier. Und kommen immerhin bis an die 38-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Ich nehme wieder den Halfback-Toss, also der eben zum Touchdown geführt hat. So, nach dem Motto, was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Aber diesmal müssen wir schon nicht über die rechte, sondern diesmal über die linke Seite laufen. So, auch hier wieder ein erster schöner Block. Spin-Move diesmal nicht so gut, aber 2 Yards Raumgewinn. Da freuen wir uns jetzt mal drüber. Tight End in. Passspielzug. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Ich schaue mir Sharp an, ich schaue mir Beasley an, achte aber auch auf Terrell Owens. Und los geht's. Interception. Ich habe den Laufweg falsch interpretiert. Ich habe gedacht, er würde nach außen abbiegen. Ja, die geht komplett auf meine Kappe. Ganz blöde Interception. Dadurch erster Versuch und 10 für die Falcons an der 38-Yard-Linie. Haben sie natürlich jetzt eine dankbare Feldposition bekommen. Oh, war das eine blöde Interception. Die hat mal richtig wehgetan. So, wir blitzen wieder und wieder kommen wir durch. Ryan Shazier mit einem Mörder-Sack. Oh, war der wichtig. Zweiter Versuch und 19. Und ich habe da zwei so gute Waffen mit den Linebackern. Habe das nie eingesetzt. Ich glaube, wir werden eine Coaching-Änderung in der Defense durchführen. Und hier habe ich jetzt wirklich die Jungs sehr viel öfter mal von der Kette lassen. Wenn wir die Option dazu haben, machen wir es. 2019 an der 47. Wir gehen in eine Cover 3. Jetzt wird also nicht geblitzt. Vollständiger Pass. Oh, eine Riesenlücke. Dritter Versuch und 3 in der 31. Damit sind sie in Field Goal Range. Ja, mein Coach möchte jetzt nicht mehr blitzen. Dritter Versuch und 3. Also Field Goal Range haben sie. Die ist hier drin. Das war kein Blitz, aber die Markusberg kommt trotzdem durch. Viel Druck. Vierter Versuch und 12 von der 40-Yard-Linie. Ich gehe auch hier wieder in die sichere Variante, also versuche hier nicht zuzulassen, dass irgendjemand einen Fake probiert. An der 16-Yard-Linie kommt der Ballbesitz, dabei geht an die Außen. Da ist ein Return sowieso hinfällig. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher, dass ich hier keinen Fake kassiere. Erster Versuch und 10 an der 16-Yard-Linie. So, Passspiel. George und Sharp über die Innenseiten sind meine Anspielstationen. Da werfen wir den Ball mal lieber weg. Das hätte mal gar nichts gemacht. Ich habe noch versucht, ob ich über die Außen laufen kann. Beide waren in der Mitte super gedeckt. So, kleine Diskussion noch. Zweiter und 12. Four Verticals. Sharp und Owens meine Anspielstationen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht noch etwas reißen können. Ich gehe auf Terrell Owens. Der hat den Ball. Kann er ihn festhalten? Kann er leider nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht einen Pass angebracht in diesem Spiel. Unfassbar. So,
So, Slant-Spielzug. Ich schicke Sharp aber auf eine Hot Route. Auf eine Trail Route nach innen. Terrell Owens ist meine Anspielstation hier. Ach nee, Leute, gebt mir doch ein, zwei Sekunden Zeit. Ich wollte gerade werfen. Da bin ich schon wieder in den Boden gerammt worden. Ich habe noch nicht einen Pass eingebracht. Nicht einen! Ich krieg hier noch die sogenannten Pimpernellen. So. Der Kick ist erfolgt. Schönes Open Field Tackle. Sehr schön. Das war doch mal ein gutes Tackling. Endlich mal. Das habe ich viel zu selten gesehen von meinen Jungs. An der 45-Yard-Linie starten die Falcons ihre nächste Angriffssequenz. Sie haben noch zwei Auszeiten. Wir haben noch 47 Sekunden auf der Uhr. Michael Vick unter Druck. Oh, da wirft er den Ball nicht weg. Nimmt den Sack. 2. und 21. Das ist ja mal ein Sack. Sehr schön. Ich dachte, sowas kann immer nur ich kassieren. So, wir gehen in der Cover 3 Defense hinein. 2. Versuch und 21. Incomplete Pass. 3. Versuch und 21. So, Free Fire, wir blitzen. Und jetzt andersrum, anderes Spiel. Jetzt nehmen wir die Auszeit und versuchen ja vielleicht andersherum noch Punkte zu erzielen. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwie in Field Goal Range. Natürlich ein Mordspunt, ja. Die haben Gegenwind. Also ich momentan, der Wind ist auch komplett gegen mich. Ich kann jetzt jammern. Ich möchte jetzt einfach nur ein bisschen Mitleid haben und mich selbst trösten und sagen, das ist alles nur der böse Wind. Quicksland, 1. Versuch und 10. So, ich schaue mir Owens an, ich schaue mir Sharp an. Los geht's. Kein, oh Gott, da kommen die. Keine, wie soll ich denn hier einen Pass anbringen? Wie soll ich hier einen Pass anbringen? Lauf über die Außen. Ich gebe Eddie George noch einmal, drücke ihm noch einmal den Ball in die Hand. Und sage viele Grüße und danach ist dann diese erste Halbzeit vorbei. Wir hatten einen schönen Spielzug, den Lauf von Eddie George. Ansonsten war das in der Offense eine Katastrophe. Meine Defense spielt sehr, sehr gut mit. Also die spielt nicht nur mit, sondern die hält hier die Falcons absolut in Schacht. Das aggressive Spiel kommt sehr, sehr gut. So, lass uns in die zweite Halbzeit hinein starten mit einem Return von Deion Sanders. Wir kommen bis an die 37-Yard-Linie. Das ist doch schon mal positiv. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Versuchen wir doch mal unser Laufspiel auch über die Mitte zu etablieren. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was hin. So, zwei Linebacker stehen da. Und geben Eddie George den Ball. Immerhin, das war gar nicht mal verkehrt. Das war, glaube ich, 4 Yards Raumgewinn. Genau, 2. Versuch und 6. Da sind wir auch schon mal froh und glücklich drüber. So, Inside Zone. Wir bleiben beim Lauf. Und los geht's. Das hat zum First Down gereicht, weil wir uns noch über den Middle Linebacker der Falcons abgerollt haben. 1. Versuch und 10 an der 48-Yard-Linie. Wir haben ja gesehen, in welchem desolaten Zustand mein Passspiel ist. Deswegen werde ich versuchen, mal wieder ein bisschen mehr zu laufen. So, wir laufen jetzt über die rechte Seite. Kommt ein Blitz von der linken, das ist gut. Dann haben wir nämlich links mehr Platz. Falls ich... Oh nein, dann mache ich den Spin-Move in die falsche Richtung. Wenn wir da aus dem Spin-Move rausgekommen, hätten wir eine echte Chance gehabt. So, haben wir jetzt schon wieder 2. und 17. Wir werden jetzt wieder gleich blitzen wie die Wahnsinnigen. So, ich schaue mir Owens an, ich schaue mir Sharp an und los geht's.
Sharp über die Mitte. Nein, natürlich nicht. Keine Chance. 0 von 4. 0 von 4. Dritter Versuch und 17. Jetzt kann ich nur in die 4 Verticals hineingehen. So, Sharp und Owens, meine möglichen Anspielstationen. Warum gucke ich überhaupt nach vorne? Ich habe doch eh keine Chance, einen Ball anzubringen, weil ich werde direkt, bricht meine Pocket zusammen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, weil ich habe wirklich, also wenn ich eins gut habe, ist es meine O-Line. Und die spielt desaströs. Ja, und da sind wir gerade mal wunderbar dran vorbeigelaufen, aber der zweite macht das Tackle. An der 26 Jahre, also das Spiel, wenn ich hier das Spiel gewinnen möchte, muss meine Defense das rausholen. So, wir lassen unsere Linebacker wieder von der Kette. Erster Versuch und 10 von der 26 Yard Linie. So, sehr schön. Das war ein zweiter Versuch und 11. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Gehen wir jetzt in den Under Smoke hinein. Wir bleiben also weiter aggressiv in der Defense. Und auch das hat wieder wunderbar funktioniert. Auf einmal machen wir hier sehr, sehr viele Tackle for Loss. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt kein Blitz, sagt mein Defense Coordinator. Dritter Versuch und 12 an der 24-Yard-Linie. Ganz, ganz wichtiger Versuch. Das sah nach einem False Start der Offense aus. So ist es. 5 Yards obendrauf. Das heißt, jetzt haben wir einen dritten Versuch. Und 17. Kriege ich einen Blitz? Kriege ich einen Blitz? Nein. Also bleiben wir in der Cover 3. Dritter Versuch und 17. Jungs, schärft die Messer. Schnappt ihn euch. Wenig Druck, aber kein First Down. Weit davon entfernt. Das heißt, die Falcons werden punten. Und wir bekommen den Ball zurück. Return startet an der eigenen 15. Sanders nimmt den Ball auf. Kommt nicht in den Spin-Move. An der 35-Yard-Linie. Noch 3 Sekunden auf der Uhr. Im dritten Quarter. So, lauf durch die Mitte. Ich drücke Eddie George den Ball in die Hand. Ja, Lauf durch die Mitte war geplant, aber da war links eine Riesenlücke und da haben wir einen First Down geholt und das war der letzte Spielzug im dritten Quarter. Wir sind nah an der Mittellinie. So, wir laufen weiter. Erster Versuch und 10 von der 46-Yard-Linie. So, lauf über die rechte Seite. Und das, oh, das hat einen First Down gebracht, oder? An der 43. Auf einmal finden wir hier mit Eddie George die Lücken. So, wir laufen weiter über die Außen. Solange wir laufen können, damit auch Zeit von der Uhr nehmen können, machen wir das. Wir laufen jetzt über die linke Seite. Eddie George geht mir den Ball. So, schöne Blocks. Ja, doch, das war gut. Der Wide Receiver Block hat zwar relativ schnell in sich in Luft aufgelöst, aber dadurch konnten wir noch ausweichen. Und 2. und 5. Ist richtig gut. Wir nähern uns dem Two-Minute-Warning bereits. Zweiter Versuch und 5 von der 38-Yard-Linie. Und los geht's. Den hat Eddie George, das war eine Willensgeschichte, hier noch 2 Yards zu machen, weil eigentlich war da keine Lücke. Zweiter Versuch und 2, ja, wir sind beim Two-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten dieses Spiels brechen an. Wir sind an der 37-Yard-Linie. Ich versuche einen Lauf über die Außen. Den Halfback-Toss. So, wir nehmen die linke Seite. Hoffen wir, dass Owens einen guten Block setzt. Da habe ich eine Menge Vorblocker. Spin-Move. Noch ein. Oh, sehr, sehr gut. Oh, das war wichtig. Wir sind an der 18-Yard-Linie in der Red Zone der Falcons. Die jetzt ihre erste Auszeit nehmen können. Jetzt können wir natürlich hier wunderbar weiterlaufen. Weiter Zeit von der Uhr nehmen. Und den Falcons die Auszeit rausnehmen. Und wir haben nachher die Chance für ein mehr als realistisches Field Goal. Hey, 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 hey. Es sieht verdammt gut aus.
Auch wenn der jetzt hier nach hinten losging. Zweite Auszeit. Genommen von, ach, von Doug Peterson. Den habe ich ja noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Zweiter Versuch und 14. Wir laufen durch die Mitte. Das war die vorletzte Auszeit der Atlanta Falcons. So, lauf durch die Mitte. Los geht's. Ich habe versucht, über die Außen zu kommen, weil ich dachte, da wäre eine Lücke, aber keine Chance. Dritter Versuch und 15. Weil mir geht's ja, ich nehme jetzt hier nur Zeit von der Uhr. Dritter und 15. Wir laufen über die Außen. Los geht's. Schöner Move hier von Eddie George. Hat noch ein paar Yards gebracht. Das bringt uns bis an die 21-Yard-Linie. Vierter Versuch und 13. Das ist ein 38-Yard-Field-Goal. Da lasse ich jetzt die Uhr runterlaufen. Nee, finde ich doof. Machen wir nicht. So finde ich immer doof. So, wir haben eine 10-0-Führung. Hurra! ...1:20 noch auf der Uhr. Die Falcons haben keine Auszeit mehr. Das war für mich ausschlaggebend. Hätten sie jetzt noch Auszeiten gehabt, hätte ich die Uhr wirklich runterlaufen lassen. Aber so halte ich das für relativ schwierig, was die Falcons da jetzt für ein Brett zu bohren haben. Wir haben ja auch noch eine Defense, die ja bis dato wirklich phänomenal spielt. Jetzt natürlich ein bisschen konservativer, kann ich aber nachvollziehen, bin ich dabei. Wir gehen in eine normale Cover 3, 1:17 noch zu spielen. An der 28-Yard-Linie. Die Falcons müssen zweimal scoren. Zeit für Michael Vick. Aber dann wird er da doch erwischt. Die Marcus Lawrence macht hier den Sack. Zweiter Versuch und 12. Das war kein Sack, er hat glaube ich gerade noch versucht den Ball zu werfen. Aber es gibt einen dritten Versuch und 12. So, dritter und 12 von der 27-Yard-Linie. Also meine Defense, muss ich sagen, das ist ein Riesenschritt. Diese Umstellung, die ich dort gemacht habe bei den Special-Positionen, das hat sich echt ausgezahlt. Wobei ich da wirklich Bauchschmerzen hatte, weil ich meine, die Marcus Lawrence jetzt nicht mehr immer als End auf dem Platz stehen habe. Aber, ganz ehrlich, das hat sich gelohnt. Overstorm Brave. Wir blitzen beim 4. und 4. Wir gehen Risiko, die Falcons gehen Risiko. Schauen wir mal an, wer damit durchkommt. Nicht die Falcons. Incomplete Pass. Vic hatte keine Zeit, präzise zu werfen. Turnover on Downs an der 34-Yard-Linie. Bekommen wir den Ball. So, und wer jetzt den Ball bekommt, könnt ihr euch ausmalen. Eddie George wird jetzt laufen. Ja, da wollte ich hinter meinem Guard herlaufen, der von der anderen Seite rübergekommen ist. Hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Zweiter Versuch und 10. So, wir laufen über die Außen, aber ich nehme jetzt mal die linke Seite. Schöner Block. An der 27-Yard-Linie und das dürfte eigentlich der letzte Spielzug gewesen sein. So ist es. Wir können also doch noch Solo-Battles gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.